Mein Name ist Rudolf Sosnowski. Ich bin bei Highline Computer Components verantwortlich für Marketing und Applikationen. Heute möchte ich Ihnen unser neues Konzept vorstellen, bei dem es um Projected Capacitive Touchscreen Technologie geht. Das ist die Technologie, die zurzeit am meisten angesagt ist, weil sie in vielen Mobiltelefonen verwendet wird. Schauen wir uns einmal näher an, was ich Ihnen zeigen möchte. Wir haben ein Display und auf diesem Display befindet sich ein Glassensor. Die Technologie, die hier verwendet wird, ist Projected Capacitive Touch. Das heißt, wir haben hier ein elektrisches Feld, das vom Finger, das ausgewertet wird und von der Kapazität meines Fingers her beeinflusst wird. Dies ist nur der Sensor. Auf diesen Sensor bringen wir normalerweise eine sogenannte Coverlens auf, die für die Optik, für das hervorragende Design sorgen kann. Eine solche Coverlens sehen wir hier oben und ich zeige Ihnen auch, welche Parameter wir alles verändern können. Wir haben hier massives Glas als Material. Wir haben dieses Glas bearbeiten können, indem wir die Ecken abgerundet haben, indem wir die Kanten glatt geschliffen haben und wir haben hier eine Hinterdruckung, die die nicht sichtbaren Bereiche des Displays abmaskiert. Wir können ebenso in einem Vierfarbdruck beliebige Logos aufbringen oder Aufschriften. Wir können transparente Bereiche für Webcam oder für Anzeigen wie Leuchtdioden oder Ähnliches einbringen. Als Besonderheit können wir auch die Oberfläche des Glases an die Bedürfnisse der Applikation anpassen. Wir können die Oberfläche mit einem antireflektiven Material beschichten und können so für Ihr TFT die bestmögliche Performance herausholen. Dadurch, dass wir diesen Sensor in großen Stückzahlen in Asien einkaufen können, erzielen wir einen günstigen Preis. Mit einer in Deutschland hergestellten, maßgeschneiderten Frontscheibe können wir Ihr Produkt so kundenspezifisch machen, wie Sie es sich nur wünschen.